Ich lese das Solinger Tageblatt von Mittwoch, den 8. Januar. Und auf dem Titel gibt es eine DPA-Meldung. Dort heißt es, Fotos für Ausweise müssen künftig im Amt entstehen. Berlin. Punkt. Wer einen neuen Pass oder Personalausweis beantragt, muss das Foto nach dem Willen des Bundesinnenministeriums künftig direkt bei der Behörde machen lassen. Das Lichtbild sei, Zitat Anfang, in Gegenwart eines Mitarbeiters, Zitat Ende, aufzunehmen und, Zitat Anfang, elektronisch zu erfassen, Zitat Ende, heißt es in einem Entwurf eines, Zitat Anfang, Gesetzes zur Stärkung der Sicherheit im Pass- und Ausweiswesen, Zitat Ende. Geplant sind, Zitat, Selbstbedienungsterminals, Zitat Ende, bei den 5.500 Pass- und Ausweisbehörden. Anlass ist nach Angaben des Ministeriums die Sorge vor Bildmanipulationen durch sogenanntes Morphing. Dabei werden mehrere Fotos zum Bild eines einzigen Gesichts verschmolzen. Zitat Anfang, ist ein auf dem Pass enthaltenes Lichtbild auf diese Weise manipuliert, kann nicht nur der Passinhaber, sondern unter Umständen auch andere dritte Personen, deren Gesichtszüge im Passbild enthalten sind, den Pass zum Grenzübertritt nutzen. Zitat Ende. Es sei nötig, die Dokumente fälschungssicherer zu machen. DPA. Tschüss.